Cometa es una organización comunitaria principalmente que trabaja por el desarrollo de la comunidad. Entonces, trabaja desde los niños, la familia, en sí intenta abarcar todo lo que es el desarrollo personal. Tiene ya 22 años trabajando en el Guasmo Sur y ya ha trabajado en todo este tiempo incluso en ciudades fuera de Guayaquil. Clave Sur es uno de los programas, tiene alrededor de 6-7 años trabajando. Inició como una propuesta de musical, pero la idea también es que sea un espacio alternativo para que los chicos tengan donde pasar las tardes y que sea una opción, que no sea las pandillas o la televisión basura, sino que puedan hacer algo productivo. Lo que pienso de Clave Sur es que me ayuda a crecer sin adictividad, a robar o a consumir drogas, lo que me ayuda es tener un camino libre, sin drogas, sin madera, todo, etcétera. Exactamente, lo que me ayuda es crecer sano, a sentir un buen camino, un camino musical. ¿Y lo piensas? ¿Piensas que es eficiente? Claro que sí, porque en la música estás ocupado, te esmeras mucho más aprender instrumentos, aprender muchas más cosas, no estar fumando o tomando. Clave Sur, ¿qué empezaría a hacer? Nada, porque la verdad que mi único espacio el que yo vengo es este de aquí, y sin Clave Sur no sé qué haría. Es como una parte de mi vida que si no la tuviera, me muero. Entonces, gracias a esto, nosotros los jóvenes podemos despejarnos la mente de drogas, alcohol y todo eso. Esto nos ayuda a sacar nuestro, nos ayuda a sacar nuestro talento, el talento guasmeño que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los peligros del Guasmo Sur? Los peligros del Guasmo Sur son muchos. Primero los ladrones, pandilleros, sicarios, drogadictos, que roban, matan. Los valores que enseña la música aquí. Bueno, aparte aquí, lo primordial es la amistad. La unión, la convivencia, la confianza, la honestidad y la integridad. Y sobre todo aquí el valor más importante es lealtad y amistad. Porque no solamente venimos a conformar parte de una simple escuela de música, sino que empezamos como simples alumnos, después continuamos como amigos y terminamos siendo una familia. Sin Fronteras inicialmente vienen para el proyecto que es en agosto y septiembre, solo 2 meses de clases intensivas. La idea es solo 1 mes de clases intensivas más los conciertos al final, entonces ellos dan clases avanzadas. Es decir, nosotros podemos dar clases a otros chicos, pero tenemos un límite y ellos vienen desde allá, que ya incluso estudian eso y algunos dedican su vida para poder dar clases avanzadas y que el proyecto pueda seguir avanzando y no muera porque no podemos dar clases más de mayor nivel. Ich bin Jakob aus Berlin, bin 18 Jahre alt und als Freiwilliger hier in Guayaquil. Also ich bin eigentlich hier im Guasmo nur als Zwischenstation. Eigentlich bin ich für ein anderes Projekt eingeplant, nämlich in Playas hat die Musikschule bzw. die deutsche Organisation Musiker ohne Grenzen noch ein weiteres Projekt, wo auch eine Musikschule aufgebaut wird. Und eigentlich bin ich da eingeplant und habe jetzt hier nur einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und sollte hier nur 3 Tage bleiben, aber
das mir ziemlich gut gefällt und die Leute ziemlich nett sind so, bin ich länger geblieben und jetzt schon seit anderthalb Wochen hier und gucke mir momentan das Projekt an und mache hier und da mal ein bisschen mit, so wie es reinpasst. Aus welchen Gründen warst du in Lippstadt? Also ich glaube zum einen, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um ein anderes Land kennenzulernen, weil ich glaube, rein touristisch kann man ein Land nicht wirklich voll und ganz verstehen. Rein touristisch sieht man immer nur die Sachen, die schön sind und die einem präsentiert werden sollen. Aber hier in diesem Projekt lebt man ja mit den Familien zusammen, man lebt mit den Leuten von der Musikschule zusammen. Und das ist in dem Sinne schon was anderes. Man erlebt ja hautnah, wie die Menschen hier leben, was sie für Bedürfnisse haben, was sie für Ängste haben. Und dann an diesem Projekt der Musikschule eigentlich zu sehen, wie sehr viele junge Menschen eigentlich so einen Halt finden, das finde ich sehr schön. Also dass eigentlich, dass man sieht, dass viele Menschen in der Musik eine Perspektive sehen. So. Das ist das, was mich hier daran interessiert hat und was ich bisher auch für mich, also die Erwartung voll erfüllt hat. Nicht so ist, aber so, wenn man es so im Allgemeinen betrachtet, würde ich sagen, das auf jeden Fall schon, weil zum Beispiel, wir wohnen ja in Gastfamilien, da bekommen wir mit, was es für Probleme gibt und so. Und wenn ich dann zum Beispiel mitbekomme, dass irgendwie ein Kind, was zu Hause gar keine Beachtung bekommt und zu Hause geschlagen wird und so, und dem es einfach nicht so gut geht, hierher kommt und dann irgendwie spielt in einem Konzert und dann total glücklich ist, weil es was geschafft hat, ich finde, das ist schon so eine Art, ja, was zu erreichen. Oder eben, weil sie eben dann zum Beispiel in der Musikschule sind und Musik machen, statt irgendwie auf der Straße rumzuhängen und irgendwie mit ihren Kumpels Drogen zu führen oder keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es was bringt. Ich wusste einfach gar nicht, was auf mich zukommt. Wir hatten zwar eine Vorbereitung in Deutschland, aber letztendlich kann man sich das einfach nicht vorstellen, wie es hier wird, weil es ändert sich auch ständig. Also schon in der Zeit, wo ich hier war, zum Beispiel im August, hatte ich ganz andere Schüler und mein Unterricht war ganz anders, als er jetzt zum Beispiel ist, weil ich selber viel gelernt habe und weil die Schüler natürlich auch weitergekommen sind und dadurch hat sich, ja, also ich konnte mir vorher eigentlich kein Bild machen, wie es ist, wenn ich hier bin, weil es immer auch so eine ganz andere Kultur ist.